So, moin moin, der YouTuber Behind hat eben auf Twitter eine Nachricht veröffentlicht, in welcher er schreibt, dass er sich für eine Zeit lang von Twitter zurückziehen wird. Er schrieb dazu, ich habe in den letzten Tagen und Wochen wieder einmal gemerkt, dass dies nicht meine Plattform ist. Er wäre temperamentvoll und er hätte sein Herz auf der Zunge. Und er schreibt dazu, dadurch platzen leider oft Dinge aus mir raus, die ich definitiv auch gekonter formulieren könnte. Und er will daher auch erstmal wieder runterkommen. Er schrieb, es ist einfach auch gesünder für das eigene Seelenheil, sich auf sein privates Umfeld zu konzentrieren und geile Inhalte zu machen, statt alle 10 Sekunden auf das doofe Handy zu glotzen. Zum Hintergrund kann man Folgendes sagen. Gestern gab es eine turbulente Auseinandersetzung zwischen dem Twitter-Account vom Webvideopreis und dem Twitter-Account von David Hein. Und er sagt heute selber, dass er da falsch reagiert hat. Man kann grundsätzlich immer das Gefühl haben, dass alles, was im Internet oder insbesondere auf Plattformen wie zum Beispiel auch Twitter abgeht, deutlich dramatischer formuliert wird, als es eigentlich die Realität darstellt. Man kann den Eindruck haben, dass es gerade aktuell eine ziemliche Streitkultur gibt, wo aus teilweise Kleinigkeiten große Streitpunkte gemacht werden. Und viele dieser Auseinandersetzungen sind leider alles andere als freundlich, sondern die Art und Weise, wie diese Auseinandersetzungen geführt werden, hat eher noch etwas Toxisches an sich, wo im Mittelpunkt fast gar nicht mehr die konkreten Kritikpunkte liegen, sondern mehr die Auseinandersetzung, mit dem Ziel, den anderen möglichst negativ darzustellen. Das konnte man gestern in der Auseinandersetzung zwischen David Hein und dem Webvideopreis zum Teil beobachten, wo der eine den anderen als Lügner bezeichnet hatte, und das können wir auch heute hier auf YouTube beobachten. So hat der YouTuber Mr. Trashpack eben ein Video veröffentlicht, in welchem er sein eigenes Buch vorgestellt hat. Das Video von ihm hat Stand jetzt um die 1000 Likes und um die 1000 Dislikes. In den Kommentaren findet man eine Reihe von Beleidigungen. Man kann von Mr. Trashpack halten, was man möchte. Das steht ja auch logischerweise jedem frei. Ich will aber ganz persönlich sagen, dass ich meine, dass es Mr. Trashpack nicht verdient hat, so zerrissen zu werden. Ich kenne Mr. Trashpack nicht persönlich. Ich verfolge das, was er öffentlich macht. Und wenn Mr. Trashpack einen Fehler begeht, dann muss er auch darauf hingewiesen werden dürfen. Aber in dem Video hat er nur sein eigenes Buch vorgestellt, wo sicherlich ganz viel Arbeit auch dahinter steckt. Und würde ich ein Buch schreiben, dann hätte ich auch keine Lust, dass so mit meinem Werk umgegangen wird, wie das jetzt gerade mit Trashpacks Werk gemacht wird. Ich finde es ziemlich schade, wie aktuell auf Mr. Trashpack reagiert wird. Und möchte ganz klar sagen, dass ich derartige Wellen an Hate in keiner Weise unterstütze und möchte zumindest meine eigene Community dazu aufrufen, sich an derartige Aktionen nicht zu beteiligen. Ich hoffe, dass die Stimmung sowohl auf YouTube sowie auch auf Twitter in Zukunft nicht mehr ganz so vergiftet ist, wie das wohl aktuell der Fall ist. Es ist teilweise schwierig, das alles nur als Beobachter zu verfolgen, denn als News-YouTuber muss man ja eher darüber sprechen, was passiert ist und gehört jetzt nicht wesentlich zu den großen Gestaltern dieser Plattform. Jedoch war es mir das wert, das Ganze auch einmal auf meinem Kanal ansprechen zu dürfen, mit dem Ziel, dass zukünftig vielleicht ein bisschen weniger böse Kommentare verteilt werden. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.